Weltmeister, Olympiamedaillengewinner und die heimische Leichtathletik-Elite haben beim Lise-Brockhoff-Memorial in St. Pölten gestern einmal mehr ihr Können gezeigt. Ob das auch in Zukunft so sein wird, ist offen. Die 14. Auflage des Leichtathletik-Meetings könnte die letzte gewesen sein. In 14 Jahren Lise-Brockhoff-Memorial haben die besten Leichtathleten der Welt in St. Pölten gejubelt und gemeinsam Grenzen überwunden. Doch jetzt sagt der Veranstalter seinem Herzensprojekt Leb wohl. Das ist ein Fulltime-Job, die Organisation eines großen Meetings. Und ich habe aber einen Brotberuf als Schulleiter einer großen Schule und habe eine Familie, habe einen Verband, einen Verein zu führen. Insofern war die Entscheidung dann jetzt im Endeffekt eine relativ einfache. Als Abschiedsgeschenk sorgt Markus Fuchs für einen echten Gänsehautmoment. Der Mödlinger pulverisiert seinen Rekord über die 100 Meter und ist danach kaum aufzuhalten. Ich bin so happy. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Also einfach nur unglaublich geil. Ich bin jetzt der zweitschnellste Österreicher, den es jemals in der Geschichte gegeben hat, hinter Andreas Berger. Der große Star steht heuer im Ring. Der Pole Pavel Fajdek gilt als einer der besten Hammerwerfer aller Zeiten. In St. Pölten wirft er fast 80 Meter weit. This place looks like a professional. Ich bin zum ersten Mal hier und alles sieht sehr professionell aus. Das Stadion ist wunderschön, es sind viele Zuschauer da. Wir Athleten versuchen unser Bestes. So soll Leichtathletik aussehen. How the athletics should be looks like. Umso größer wäre der Verlust, sollte es die Veranstaltung bald nicht mehr geben. Ich hoffe, dass es einen anderen Leichtathletik-Begeisterten gibt oder dass sie ein paar zusammen das Meeting weiterführen. Es wäre irrsinnig schade, so St. Pölten als Austrian-Top-4-Meeting zu verlieren. Sie wäre die 1A-Lösung. Beate Taylor, die mit dem Meeting damals noch als Beate Schrott groß geworden ist und hier gewonnen hat, stünde als Nachfolgerin bereit. Natürlich denke ich darüber nach, aber es ist ganz klar, dass ich es alleine nicht machen kann. Vor allem, ich werde nach wie vor viel in Florida sein. Aber ich sage, wenn sich ein Team findet, dann bin ich gerne ein Teil dieses Teams, der den Wettkampf weiterleben lässt. Damit die besten Leichtathleten der Welt auch in den kommenden Jahren jubeln und gemeinsam Grenzen überwinden können.